Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, dem aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bott. Vor gut zwei Monaten ist sie in Regierungsrat gewählt worden. Am 19. Juni wird sie vereidigt und am 1. Juli tritt sie dann ihr Amt an. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, die neu gewählte Regierungsrätin Michaela Tschuor von Wiken. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe Freude, dass ich heute da sein darf. Frau Tschuor, zunächst herzliche Gratulation noch einmal für die ganz volle Wahl. Die Zeit zwischen dieser Wahl und dem Amtsantritt, so sagen es viele Politikerinnen und Politiker, ist eigentlich die schönste. Haben Sie es können geniessen? Ich habe das auch gehört, das ist die schönste Zeit. Und ich probiere die immer zu geniessen, mit Betonung auf probiere. Weil es ist doch ein bisschen arbeitsamer als andenkt. Es ist jetzt eine Zeit, in der ich Ämter abgebe, Übergaben stattfinden, aber auch das Einschaffen schon gestartet hat. Und ich genieße das, ja. Aber es ist nicht Freizeit in dem Sinn. Mhm. Sie haben gerade kürzlich Ihre persönliche Mitarbeiterin ernannt. Die kommt auch von Wiken oder ist in Wiken tätig als Gemeinschreiberin und Geschäftsführerin. Ist das eine Vertrauensperson von Ihnen? Absolut. Das ist für mich extrem wichtig, dass ich eine persönliche Mitarbeiterin habe, die ich kenne. Ich wollte wissen, wie funktioniert die Person. Die sind ja sehr nah bei mir nachher. Und jemand, der sehr loyal ist, wo mich aber auch kritisieren und wo ich weiss, wenn sie Kritik äußern, dann ist die in der Regel berechtigt und ich kann sie annehmen. Und wo das politische Umfeld kennt. Und mit Martina Wieniger habe ich die letzten Jahre sehr, sehr eng zusammengeschafft, auch in schwierigen Zeiten. Und sie bringt all die Faktoren mit, die mir wichtig sind. Und natürlich muss es für sie auch stimmen. Das ist eine Kompetenz. Ja. Sie tretet eigentlich die Nachfolge von Guido Graf von Pfaffnau an. Pfaffnau auf Wiken. Das Amt bleibt im Wahlkreis Willi Sauer. Wie wichtig ist das? Für mich persönlich ist das eigentlich sehr wichtig gewesen. Und wenn ich so ein bisschen im Kanton umgereist bin, im Wahlkampf, habe ich das gehört, dass es den Leuten das Bedürfnis ist, dass, wenn immer möglich, alle Regionen, alle Wahlkreise im Kanton vertreten sind. Jetzt mit dem Wahlkreis Willi Sauer, wir haben ja noch einen Verbund auch mit dem Wahlkreis Entlebuch, einen Wahlkreisverbund. Ich war viel auch im Entlebuch gewesen. Und was die zwei Wahlkreise gemeinsam haben, ist, dass es sehr, sehr viele Randregionen gibt. Und insofern, glaube ich, ist die Stimme wichtig, dass man die einbringen kann. Aber selbstverständlich, ich bin nicht nur für die Randregionen gewählte Regierungsrätin, sondern für alle, für den ganzen Kanton. Das ist einfach ein Aspekt, den ich einbringen kann. Sie sind bereits im ersten Wahlgang sehr souverän gewählt worden, haben den zweiten Wahlgang können entspannt mitverfolgen. Sind Sie zufrieden, wie es rausgekommen ist? Ich bin sehr zufrieden, definitiv. Also ich konnte das sehr entspannt können im zweiten Wahlgang verfolgen. Entspannt, aber auch mit sehr, sehr viel Respekt vor dem, was alle, die noch im Rennen waren, geleistet haben. Das war sehr, sehr anspruchsvoll gewesen. Auch in den Gesprächen, die ich unterdessen konnte führen mit den Kandidierenden von damals. Ja, für mich ist jetzt, wie die Regierung zusammengesetzt ist, finde ich gut, habe Freude. Es hocken die grossen Parteien mit am Regierungsratstisch und ich bin gespannt, wie wir den Kanton bewegen können. Bin zuversichtlich, ja. Mit gerade 3 neuen Mitgliedern wird der Regierungsrat ziemlich umkrempelt, also mit denen Armin Hartmann, Ilfett Fanay. Wird die neue Konstellation der Regierungsarbeit auch prägen, also verändern? Ich hoffe das sehr. Und das ist auch das, was ich gespürt habe von uns drinnen. Übrigens aber auch von den bisherigen Regierungsräten, die Freude haben, dass frischer Wind kommt. Und was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass man das Bewusstsein bei allen Exekutivmitgliedern hat, dass es einen Wert- und Kulturwandel wird geben wird. Und dort habe ich Freude, hat der zukünftige Regierungspräsident Fabian Peter hat bereits Ideen vorgestellt und hat das auf dem Radar, sage ich jetzt mal so salopp, dass es den Kulturwandel in diesem Gremium wird geben. Und ich glaube, das ist auch die Chance. Heisst nicht, dass das, was vorher war, schlecht war. Ganz im Gegenteil, das war gut, das war eine gute Basis. Jetzt braucht es ein bisschen frischen Wind und ich glaube, da sind sich alle bewusst, dass es den gibt. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte des Kantons Luzern, dass 2 Frauen in die Regierung gewählt worden sind. Werden Frauenanliegen oder andere Themen, die den Frauen vielleicht näher liegen, gibt jetzt mehr Beachtung oder mit Thematik, die sie einbringen können, breiter in der Regierung?
Das ist ein Ziel sowohl von der Ilfe de Fanay als auch von mir. Also wir sind zwar mit unterschiedlichem Parteihintergrund in der Exekutive, aber wir haben Gemeinsamkeiten und das ist es tatsächlich. Da haben wir uns auch schon können koordinieren und absprechen, Ideen sammeln. Uns ist es schon das Anliegen, dass ein Großteil von der Bevölkerung, die ja jetzt nicht vertreten war in der Regierung, dass wir das repräsentieren können. Das sind ganz sicher verschiedene Anliegen, sei es im Thema Vereinbarkeit, sei es aber auch in der Gesundheitsmedizin, Frauenmedizin. Das sind so Themen, wo ich muss sagen, ich werde jetzt nicht sagen, dass ein Mann das nicht auf seiner Bildschirmfläche hat oder nicht mitträgt. Aber ich glaube, es ist auch authentischer, wenn man dann als Frau gewisse Themen einbringt. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, und dass wir zwei das werden machen. Ja. Departementsverteilung ist nicht gerade so dramatisch wie vor 4 Jahren. Es hat ein kleines Nebengeräusch gegeben. Wie haben Sie das erfahren, die erste Sitzung im neuen Regierungsrat? Also ist es so friedlich gewesen, wie es kommuniziert wurde? Ja, also ich muss sagen, die Nebengeräusche, die sind ja von außen entstanden, die sind aber nicht im Gremium gewesen. Ich habe das Gremium als sehr gut empfunden in dieser Sitzung. Wir haben eine gute, sachbezogene Diskussion geführt. Und ich war ein überrascht über die Nebengeräusche, die dann nachher medial entstanden sind. Es war eine gute Zusammenarbeit gewesen. Und ich muss sagen, man hat eine gute Diskussion geführt. Und ich glaube, mit einem Resultat, wo für den Kanton Luzern und für uns alle, die jetzt im Departement sind, genau das Richtige ist. Wir können uns dort entwickeln, wir können etwas bewegen. Das war der Fokus von uns allen gewesen. Wir wollen etwas bewegen. Und ich glaube, so können wir das auch. Sie haben schon vor der Wahl eigentlich gesagt, dass Gesundheit- und Sozialdepartement Ihr Wunsch wäre. Sie haben diesen Wunsch erfüllt bekommen. Was zieht Sie ins GSD? Was fasziniert Sie an diesem Departement besonders? Das GSD bietet eine grosse Interdisziplinarität. Und das ist etwas, was mich schon lange immer fasziniert. Vor allem das Gesundheitswesen hat mich schon in Studienzeiten immer fasziniert. Ich habe mich wegen dem auch auf das fokussiert in meinem Doktoratsstudium, das ich absolviert habe. Und es bietet gleichzeitig auch grosse Herausforderungen. Oder die ganze Thematik Gesundheitsversorgung, steigende Kosten, die wir haben. Wir haben aber auf der anderen Seite soziale Themen, die brennen. Und da rede ich nicht nur vom Flüchtlingswesen, wir haben auch in der Alterspolitik, wir haben in der ganzen Heimlandschaft haben wir Themen. Und mit dem habe ich viele Berührungspunkte gehabt, schon auf der kommunalen Ebene, als Sozialvorsteherin damals. Und das reizt mich. Das ist wirklich eine Leidenschaft, die ich habe. Und bin froh, dass ich mich dort einbringen darf jetzt. Gesundheitsversorgung, Sie haben es ja angesprochen, ist sicher eines der umstrittensten Themen. Auch gerade jetzt aus regionaler Sicht nehmen wir mal das Beispiel Spital Wohaus. Sie haben sich auch sehr stark für das Spital oder für eine Zukunft von dem Spital engagiert. Jetzt als Regierungsrätin müssen Sie die Optik vielleicht ein bisschen wechseln. Wie schaffen Sie den Rollenwechsel? Ich glaube, es ist gar nicht so ein grosser Rollenwechsel. Ich habe jetzt auch in meiner Perspektive vor den Wahlen mich immer eingesetzt für eine gute Gesundheitsversorgung. Was mir jetzt das Anliegen ist als Regierungsrätin, als geleitete Regierungsrätin, ist, dass wir die eigene Strategie, die der Regierungsrat oder die Regierung im 2021 verabschiedet hat, dass man die auch umsetzt. Und die heisst ganz klar, dass wir mehrere Spitalstandorte haben, dass wir in Luzern das Zentrumsspital haben, nicht das Universitätsspital, aber Zentrumsspital, und dass wir mit Wohlhausen und Sursee Spitäler haben, die Grundversorgungen anbieten, mit entsprechenden Schwerpunktbereichen in der Medizin. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das jetzt umsetzt, dass die eigene Strategie, und da bin ich froh, dass man das gerade füllt, die arbeiten ja gerade in der GASS, gerade am Thema, was heisst denn Grundversorgung, gerade am Spital Wohlhausen. Und das ist meine Rolle, und ich glaube, die kann ich gut einhalten, zu erkennen, es braucht eine gute Grundversorgung im Kanton Luzern, aber auch im Verbund. Das ist eine Verbundaufgabe, die wir auch mit den umliegenden Kantonen haben, für das Lux. Und insofern fällt mir der Rollenwechsel nicht ganz so schwer. Aber es wird noch harte Diskussionen geben. Ich denke, das wird, ist ja auch nicht günstig, sagen wir es mal ein bisschen salopp. Also das ist eine rechte Übung. Definitiv. Also das ist tatsächlich so. Und wir müssen also davon ausgehen, dass wir im Herbst noch mal mehr Prämien müssen zahlen. Das hat man jetzt überall können lesen. Das heisst, der Kostendruck steigt nicht nur beim Prämienzahlen und beim Steuerzahlen, wo in der Regel deckungsgleich ist, sondern auch in den Spitälern. Und das ist so. Ja, wir müssen uns gut überlegen, was ist unser Gesundheitswesen uns wert. Und wir müssen das gut überlegen, ob man
welche Massnahmen das es braucht. Und da braucht es auch im Bundesbern, das ist mein Appell aber an Bundesbern, braucht es kluge Lösungen. Jetzt, wir haben etwas jetzt gerade gehört von Prämienverbilligungen. Ich sehe das zum Teil auch als ein Punkt. Das ist eine Massnahme im ganzen Strauß. Aber wir müssen können über die Tarifverträge reden. Wir müssen können auch mit den Ärzteschaften über ihre Tarife reden. Sonst machen wir wirklich nur Symptome bekämpfen. Jetzt am 1. Juli treten Sie Ihr Amt an. Wir haben es am Anfang gesagt, wie haben Sie sich konkret vorbereitet oder was haben Sie schon machen können, um den Start so richtig loszulassen? Ich habe das gute Glück, dass ich einen sehr sorgfältigen und weitdenkenden Vorgänger habe mit dem Guido Graf. Und er hat mir immer versprochen, ich will, dass du ein gutes Einführungsprogramm hast. Und er hat mit seinem Stab oder mit in Zukunft ja auch meinem Stab haben wir so ein Programm können aufbauen. Oder er hat das vorantrieben und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe also wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag bereits irgendeinen Programmpunkt, wo ich mich einschaffen darf, wo ich mit Positionspapieren in Kontakt komme, die Leute kennenlernen darf. Und das ist unglaublich wertvoll. Mhm. Weil am 1. Juli, wenn ich starte, dann startet man wirklich gerade von 0 auf 100. Mhm. Und wenn man so ein bisschen schon weiss, wer sind meine Leute, was sind die Themen, die gerade aktuell sind, was sind alle Akteure, ist das extrem wertvoll. Und so werde ich auch den Juni jetzt gerade Anfang Juni, werde ich den ganzen Juni immer ein bisschen mehr mich einschaffen. Mhm. Sehr wertvoll. Als ehemalige Gemeindepräsidentin von Wiken bringen Sie Exekutiverfahrung mit. Sehr wichtig für ein Regierungsamt, aber eben Wiken und der Kanton Luzern sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Definitiv. Also ich glaube, wenn Sie von Schuhen reden und man das Bild weiter benutzen, dann ist Wiken ist ein kleiner Schuh, vielleicht Schuhgröße 35, wenn der Kanton dann in eine größere Größe reingeht, um 46. Das ist so. Aber interessant ist, und das habe ich jetzt auch schon festgestellt beim Einschaffen, es gibt sehr, sehr viele Themen, wo ich merke, das ist mir schon begegnet oder ich kenne die Prinzipien auf AKV oder Aufgabenkompetenz und Verantwortlichkeit. Ich kenne Verwaltungsabläufe, ich kenne Gesetzgebungsprozesse. Es ist eine andere Schuhnummer, das ist so, aber es hilft mir immer wieder. Das ist schön zu spüren und das erlebe ich jetzt auch, dass es Sachen gibt, die mir nicht fremd sind. Mhm. Und das, finde ich, ist immer wichtig, wenn man einen neuen Job anfängt, dass es einen Wiedererkennungswert gibt und dass man dann wirklich von diesen Erfahrungen schöpfen kann. Am 19. Juni werden Sie im Rahmen der Kantonsratssession einmal vereidigt. Dann am 1. Juli geht es dann wirklich los. Mhm. Auf was freuen Sie sich besonders? Also ich freue mich in erster Linie, dass ich mit dem Kantonsparlament nachher zusammenarbeiten darf in einer anderen Rolle. Mhm. Die Rolle, die lerne ich dann erst am 1. Juli kennen. Und was ich mich auch freue, ist auf all die Menschen im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich, sei es Akteure, die selber beruflich tätig sind, aber auch, die die Unterstützung vom Kanton nachher brauchen. Und das sind ganz, ganz viele Aufgaben, die anstehen. Und das freut mich, die dürfen anzupacken. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg, danke, Zufriedenheit und alles Gute, Frau Thur. Danke Ihnen ganz herzlich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es für unserem aktuellen WB-Gespräch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann wünsche ich Ihnen schön warme Sommertage. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.